Verteidigungselixier. Was finden wir hier noch Schönes? Och nö, ich bin da in was reingerasselt. Man sieht die immer gar nicht, sorry. Das wollte ich jetzt gar nicht schon wieder kämpfen. Was mache ich denn jetzt mal? Wir machen mal das Vieh weg. Na toll, dann heilen die sich noch immer. Kann ja nur ewig dauern. So, weiter, weiter, weiter. Nicht so trödeln hier, du Spiel. Na. Na komm schon. Zumindest ist eine Blitzvieh mal weg. Wasservieh meine ich. Ah, wenigstens ist er zurückgesetzt. Mist. Er hat sich auch schon wieder geheilt, ne? Oh Mann, das ist so... Oh, er ist weg, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. So, jetzt müssen wir uns aber mal erstmal heilen. Na komm schon, Leute. Ja, immer auf den armen Oengus. Der kann doch gar nichts dafür. Mach das Vieh mal platt. Oh, der ist gelähmt. Sehr schön. Endlich ist das Vieh tot.
So, hier können wir ja jetzt dann auch noch mal jemand anderen wieder nehmen. Zum Beispiel Rubella. Die hat nämlich Feuerangriff. Genau. Sehr schön. Na also. Ungeschliffene Turmalin und Fertigkeitspunkte. Hey, Unges, was hast du nur mit der Rüstung vor? Sie klingt noch ein bisschen wie Robert gerade, aber egal. Ohne bin ich kleiner als ihr. Veralbert der mir? Hat er gar Sinn für Humor? Frag ihn. Nee, das überlasse ich dir. Okay. Ach, und hier haben wir noch irgendwas Schönes. Ist da irgendwie auch eine Höhle? Magie Sternstaub? Ah, das Wasser immer. Das kickt mich immer so runter. Ich muss mal höher. So, jetzt bin ich drin, ne? Ne, hier ist nichts. Okay. Noch weiter höher auch nicht. Hier ist aber ein Pfeil. Links zum Palast der Sonne. Mhm. Bitte hört auf, mich anzugreifen. Wir haben jetzt so viel gekämpft, dass ich schon wieder so einen blöden Cut machen musste. Ja. Starkes Heiltonikum. Okay, schön. Wir hauen mal hier irgendwie schnell ab. Wäre hier nix. So, komm mal her, Igni. Ah. Hier ist noch eine Barriere. Ach, und hier kommen wir her. Ah, schnell weg. Ich weiß immer gar nicht, wo wir schon waren und wo nicht. Ist alles so groß hier und verwinkelt. Haben wir bekommen? Glühwurm-Elixier, okay. Und noch was Schönes. Und was haben wir hier? Ungeschliffener Zitrin, auch fein. Ach, darf hier nicht gegenkommen. Schnell weg. Da ist ein Gegner. Okay, noch ein Saphir bekommen. Dann gehen wir diesmal jetzt noch weiter nach links, weil ich glaube, wir sind das letzte Mal eher nach oben. Wir waren zwar hier schon, aber wir waren noch nicht weiter links. Nein, du Fisch, lass mich. Lass mich, Fisch. Und hör auf, mich anzugreifen. So. Ah, okay. Aber wir kommen hier irgendwie nicht weiter nach links. Oder wie? Nö. Hier sind überall Korallenriffe. Sieht unglaublich schön aus. Ich finde das ganz toll. Richtig malerisch. Aber wir kommen da leider nicht hin. Ach, da will ich dann noch hin. Da ist ja auch noch was Tolles. Damit können wir uns verbessern. Sieht aus wie so ein Maul, in das wir gerade reinfliegen. Oh, ein Dokument. Komm her. Ah. So, habe ich. Nummer 13. Wo ist der verschlossene Brief? Hier. An Herrn Elme vertraulich. Heute Abend auf der Suche nach Äpfeln. Keine Sorge, ich benutze die Zeichnung giftfreier Äpfel aus dem Buch. Sah ich ein schwebendes Schloss in der Ferne. Ich nehme an, die Königin des Lichts lebt hier. Wie es wohl ist, über Lemuria zu herrschen. Die Karte zeigt ein ziemlich großes Gebiet. Seit Tagen streife ich umher und habe nur einen kleinen Teil von Alt-Lemuria gesehen.
Was werde ich noch entdecken? Hoffentlich finde ich sie bald. Nachdem ich ein paar Äpfel aus dem Feuer gebraten habe, nutze ich die erlöschende Flamme, um Balthasars Buch zu durchforsten. Dabei fällt mir Folgendes auf. Märchen sind nicht so kindisch. Gestern habe ich sogar einen Greif gesehen. Geheimnisvolle Entdecker haben hier vor langer Zeit Städte errichtet. Einige davon sind noch bewohnt. Sophie Ashton Ellis. Tja. Damit können wir ja erstmal noch ein paar Fertigkeiten hier. Huch, wieso nicht? Kann ich nicht da weitermachen? Dann gehe ich eben woanders hin, kein Problem. So, wo können wir noch? Ich muss ja überall weiter. Da und verteidigen. Kein Dividö. Okay, ich weiß gerade nicht, wo das Problem ist hier. Stärkeaufwertung. Und wo ist denn jetzt... Hallo? Ach, da ist der Pfeil. Ich habe den Pfeil nicht gesehen. So, und dann... Hier noch einer hin. Und hier können wir gleich zwei weiter. Ich glaube, die waren nicht miteinander verbunden. Deswegen kam ich nicht weiter. So, und dann da noch ein. Hier noch vier. Hier können wir Hemmschuh. Greift an anvisierte dunkle Kreaturen und reduziert ihr Tempo 3 Runden lang um 30%. Und springen fällt alle. Mhm. Und ausweichen können wir auch nochmal besser machen. Genau, kann nicht schaden. Und hier hatten wir noch einen. Hier haben wir noch einen. MP-Aufwertung. Auch immer gut. Okuli. Da. Saphir. Fassierter Saphir. Sehr schön. Dann haben wir davon 3 Stück. Geschliffener Amethyst. Und davon haben wir... Oha. Davon haben wir jetzt wirklich auch genug. Und dann haben wir noch von dem sogar welche. Geschliffener Zitrin, sehr schön. Dann nochmal den Amethyst. Jetzt haben wir auch einen Fassierten davon. Ja, unglaublich. Können wir das hier noch verbessern dann? Weil hier haben wir zum Beispiel dann... Hier haben wir zum Beispiel einen funkelnden Rubin. Könnten auch den Fassierten nehmen. Der ist aber schon verbraucht. Ach, der funkelnde ist bei ihm, bei ihr sogar drin. Okay. Geschliffener Zitrin. Geschliffener Tourmalin. Fassierter Smaragd. Funkelnder Smaragd. Fassierter Smaragd. Fassierter. Ja, eigentlich ist alles okay. Achso, ja, sie müsste natürlich was kriegen. Ich denke, Wasserschaden würde ganz gut zu ihr passen. Deswegen kriegt sie jetzt mal den fassierten Saphir. Als Wasserschaden und Verteidigung den Smaragd. Und was können wir ihr hier noch geben? Vielleicht so einen Zitrin. Wird die Chance, eine anvisierte dunkle Kreatur auf der Zeitleiste zurückzuwerfen um 10%. Beschleunigt die Vorbereitung oder erhöht den magischen Schaden. Genau, das passiert, passt doch ganz gut. Okay. Warte, jetzt, wenn ich es mir so recht überlege, warte mal. Dann war hier noch einer, genau, kannst du auch einen Fassierten bekommen und nicht nur einen Geschliffenen. Hm. Haben wir noch einen? Nee, jetzt ist er weg. Na gut. Haben wir noch irgendwas übrig? Ja, einen fassierten Rubin. Nö, ist aber eigentlich ganz gut so. Nö, wir lassen das mal so. Bin zufrieden so. Ich glaube, hier wollte ich hin. Ah, ich schaff's natürlich nicht. Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Ich muss nach ganz oben. Oh, ganz knapp. Beschleunigungselixier. Und dann kommen wir hier noch weiter. Wir kämpfen uns durch. Sehr schön. So, noch mehr Saphire und noch mehr Steine. Noch eine Kiste. Wo sind wir jetzt? Wow. Okay. Ich entrinne hier knapp den Kämpfen, aber wenn er mich gleich kriegt, dann
Oh, ganz knapp vorbei. Sieht so schön aus mit den Fischen, wenn es mal nicht so ruckeln würde. Erinnert mich so ein bisschen an die Unterwasserwelt von Alice Madness Returns gerade. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Becken, gib mir frei die Sicht. Zeig mir Vaters Not in hellem Licht. Euer Gnaden, die Flut wird schlimmer. Schwach ist sein Atem, er fiebert noch immer. Vater, so erhebe dich. Hörst du das Schreien deines Volkes nicht? Anscheinend nicht. Anscheinend ist er zu krank oder so. Was ist das für ein Krach? Bleib dort. Sei hellwach. Ja, dem Kampf werden wir uns im nächsten Part widmen von Child of Light, Leute. Wir sehen uns. Bis dann.